Hallo Leute und willkommen zurück zu Okami HD. Ja, wir sind ja so ein bisschen weitergekommen jetzt in der Sasa-Zuflucht und haben eine neue Technik gelernt, den Wasserstrahl. Einer der 13 göttlichen Pinseltechniken, beherrscht von Nurigami. Bringe den Pinsel auf die Oberfläche des Wassers und bewege den Pinsel hin zum Ziel. Das ermöglicht dir, Wasser an gewünschte Stellen zu bringen. Diese Technik klappt auch an Wasserkraftstellen, die sich überall in der Welt befinden. Bringe den Pinsel auf eine Wasserkraftstelle und ziehe einen Strich hoch. Eine Säule aus Wasser steigt auf und ermöglicht den Zugang zu höheren Orten. Wasser bewegen und Säule bilden. Das ist die Technik des Wasserstrahls. Wasserstrahltipps. Wenn sich der Pinsel über ein Ziel im Wasser befindet, dann erscheint blauer heiliger Rauch. Bewege den Pinsel vom Wasser zum gewünschten Zielort, um eine Säule aus Wasser zu schaffen. Platziere den Pinsel in der Nähe einer Wasserkraftstelle und ziehe eine gerade Linie nach oben. Die Länge spielt dabei keine Rolle. Na? Ja, kann ich euch ja auch nochmal zeigen. Jetzt hier, da das nur so ein bisschen was hoch geht, brauche ich nur so einen Strich nach oben ziehen und schon entsteht so eine Säule. Ja. Und wir haben ja hier das Bambus gefüllt hier, damit wir halt dieses Tor hier aufmachen konnten. Weil wir müssen ja immer noch da hinten hin, um den nächsten Hundekrieger zu finden. Ne? So. Und hier gibt es natürlich auch so ein paar Vögelchen, die wir auch füttern können. Wer hätte das erwartet in der Sasa-Zuflucht, ne? Ja, jetzt bin ich überlegen. Hier war noch irgendwo ein Tier, da kann ich mich nur dran erinnern. Man füttern konnte. Ach, hier vorne ist noch was anderes. Nochmal Spatzen. Und jemand, der heult. Zwitscher. Wow, ganz schön viele Zwitscher hier. Hey, was soll denn das ganze Zwitscherkind? Nämlich nicht Kind. Ich habe einen Namen, weißt du? Er lautet Teil. Und ich zwitschere nicht, ich weine. Zwitscher, Zwitscher, Zwitscher. Heul, Suse, Teil. Oh, du weinst? Also, was soll dieses komische Geweine von mir? Take ist weg. Er verschwand, während wir draußen spazieren waren. Tja, tja. Wer ist Take? Ist er ein Freund von dir? Er ist mein Hund. Ich habe meinen Hund verloren. Tja, tja. Ja. Und den Hundesucher können wir auch erkennen, was das für ein Hund ist. Oh ja, der Hundesucher ist plötzlich erschienen. Was bedeutet? Ja. Tja, mein Hundtag ist verschwunden. Er verschwand, während wir draußen spazieren waren. Tja. Und spann dich, Vögelchen. Ich bin sicher, dein Hund kommt wieder.
Irgendwo hier waren noch Tiger, das weiß ich. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau wo. Kann man das jetzt hier? Genau hier. No. Normalerweise müssten wir auch bald alle Tiger haben. So viele waren das nämlich nicht. Kann ich mich noch dran erinnern. Wie viele Tiger haben wir denn mittlerweile? 44% jetzt schon. Oh, Wildschweine haben wir jetzt schon zu 50% und Hühner schon zu 85%. Das ist natürlich nicht schlecht. Hm. Siehst du auch, was ich sehe, Amy? Oder habe ich Halluzinationen oder sowas? Der Bambus da drüben sieht aus, als ob er beten würde. Vielleicht finden wir etwas Interessantes darin, wenn wir ihn filmen. Alle gleichzeitig, oder? Nein, nein! Du sollst den Bambus fällen, der aufleuchtet. Das ist doch so offensichtlich. Geschafft! Was macht denn ein Hund da drin? Mädchen? Danke! Parker ist wieder da! Parker? Was ist los, Junge? Warum tust du? Bitte? Warte mal. War es dieser weiße Wolf, der dich verschwinden ließ? Oh Mann! Hey, warte! Ich glaube, dieser Fluss hat versucht, uns etwas zu sagen. Weißer Wolf? Weißer Wolf. Mit welchem Recht trägst du den Hundesucher? Kämpfe mit mir und beweise, dass du würdig bist, ihn zu tragen. Mhm. Hundekrieger Guy. Hast du das gehört, Amy? Er muss einer der Hundekrieger sein. Der Hundesucher hat ihn echt wütend gemacht. Was wirst du machen, Amy? Ja, natürlich müssen wir kämpfen. Das klappt uns ja nicht so übel. Okay, sicher, dass du... Sicher, dass du bereit bist? Gib jetzt alles! Und, ich meine, später müssen wir denn halt das auch mit allen machen. Hör doch auf. Rumzuzappeln, Mann. Jetzt hat er schon wieder sein Schutzschild. Komm doch hierher, Mann! Das Vieh ist mal so... Kriegsviech. Mann, ey! Ja,
Ja, das hätte sehr viel schneller gehen können, ist mir auch klar. Was krieg ich dafür, wenn der die ganze Zeit vor mir wegläuft? Hör auf damit! Lass ihn in Ruhe! Ich werde nicht zulassen, dass du Drake so fertig machst. Hör auf, oder ich werde dir eins verpassen. Warte. Warte einen Moment, Vögelchen. Wir machen... Stimmt doch, du Flohsack. Komm schon, sag was. Ich weiß, dass Fusehime mich gerufen hat. Es ist meine Pflicht, Rotem, den Schänder des Windschreins zu besiegen. Aber ich kann nicht zurückkommen. Dieser Ort hier ist in großer Gefahr. Die Monster werden die Sasazuflucht überrennen, wenn ich nicht da bin. Und der Spatzenstamm. Sie würden alle... Ach, was soll ich nur tun? Ja, du gibst uns natürlich deine Kugel. So kannst du da bleiben und den Spatzenstamm weiterhin beschützen. Erhalten Pflichtkugel. Was ist das? Die Kugel der Macht hat dich erwählt. Mein Zwiespalt ist endlich gelöst. Ich werde hier für den Spatzenstamm gegen die Monster kämpfen. Sogar wenn wir getrennt sind, schlagen die Herzen der Hundekrieger noch wie ein Herz. Hä? Hey, warte mal eine Sekunde. Jo. Den natürlich auch nicht vergessen zu füttern. Ja. Der gehört nämlich auch zu den Hunden. Die Kugel der Macht hat dich erwählt. Jetzt bin ich von meiner Pflicht befreit. Ich kann meinen Herzen folgen. Hey, okay, wie auch immer. Ich schätze, es wird irgendwie schon einen Sinn machen. Ich muss zugeben, dieses Kind vom Schwarzenstamm ist vernarrt in mich. Es geht mir ein wenig auf die Nerven. Ich bin kein Haustier. Was du nicht sagst. Tut leid für dich. Naja, du hast es dir doch ausgesucht. Ich werde nicht zulassen, dass du Tage so fertig machst. Hör auf, oder ich werde dir eine verpassen. Okay, okay, der Kampf ist zu Ende. Schwätze! Hey, könntest du vielleicht mal ein anderes Gesicht machen, Vögelchen? Oh Mann. So, jedenfalls hier hinten hieß auch noch was. Nämlich noch ein paar Hasen. Ist jedenfalls später, ist hier auch noch was. Das weiß ich bloß nicht. Wir haben, glaube ich, keine Nacht. Das ist ein bisschen schade. Ich meine, hier ist nämlich noch was versteckt. So, wir sind jetzt hier noch irgendwo. Tierchen, ja. Hier nochmal Tiger. Denkt man ja, man hat die schon, aber man hat sie eben noch nicht. Ne? So, jetzt haben wir hier nämlich auch den nächsten Hundekrieger. Gi steht für Pflicht. Standhaft zu sein, Pflichten stehen in allen Aspekten des Lebens. Mut und Pflicht gehen Hand in Hand. Mut zeigen einen, was richtig ist. Die größte Form von Mut ist die, die aus Pflichtgefühl heraus besteht. Ja, man kann nachher denn noch, oder muss man, kann oder muss nachher noch gegen die restlichen, Hundekrieger antreten. Oder man kann gegen die restlichen Hundekrieger noch antreten. Und kriegt man denn sogar noch als Aufgabe? Naja. So. Jetzt haben wir eine vorletzte Kugel und die neue Technik. Damit können wir jetzt auch Mushi helfen und können auch den letzten Hundekrieger was machen.
Ah, was für ein großartiger heißer Quell. Wölflein, ich habe einen Krawall aus der Ferne gehört, aber wieso wäschst du nicht den Dreck in der heißen Quelle von dir ab? Heiße Quelle? Ich denke, wir passen. Es ist... ist es nicht an der Zeit für dich, Bambus, ruhen zu gehen? Oh, du hast ja recht. Das Fest ist ja schon bald. Es findet in der Vollmondnacht statt. Die Vollmondnacht? Jo, das Dorf Kamigi veranstaltet das Kamigi-Festival. In der Vollmondnacht zu dieser Jahreszeit hast du von der Legende gehört, wie die großen Helden Nagi und Shiranui die schrecklichen Bestien mit Hilfe der Götter besiegt haben? Warum zollt das Dorf den Göttern, dem heiligen Baum, Respekt? Dieses Jahr ist das 100. Jubiläum des Sieges über die Bestie. Ich mache mal lieber meine Bambuswaren fertig, die ich auf dem Fest verkaufen möchte. Bratwurst? Ich liebe Feste einfach. Wir müssen an diesem Tag unbedingt ins Dorf Kamike gehen. Ach, und übrigens, Wölflein. Ich würde dir gerne etwas geben, zum Dank für deine Hilfe beim heißen Quell. Spiel. Es ist nichts Besonderes, aber vielleicht wird es dir nützlich sein. Hier, für dich. Erhalte mehr Jungfrau Münze. Danke, Großväterchen. Oh, das ist aber eine schmutzige Münze. Es gibt überall in Nippon kleine Quellen, die als Meerjungfrau-Quellen bekannt sind. Man sagt, dass man zwischen ihnen reisen kann, indem man diese Münzen hineinwirft. Wenn das stimmt, dann kannst du durch ganz Nippon in kürzester Zeit reisen. Wirklich? Das sind ja abgefahrene Münzen. Sie müssen sehr wertvoll sein. Nein, nicht wirklich. Man kann sie sogar in Geschäften hier in der Umgebung kaufen. Ich hatte sie auch nur behalten, weil ich sie hübsch fand. Ich besitze leider nicht viel. Tut mir leid. Ja, jetzt haben wir nämlich eine etwas bessere Möglichkeit, schnell von A nach B zu reisen. Es ist fast schon Zeit für das Fest. Der Vollmond wird bald aufgehen. Es ist jetzt genau 100 Jahre her, seitdem die Bestie besiegt wurde. Aber ich denke immer an Kaguya, wenn ich über den Vollmond spreche. Ach, wie sie es geliebt hat, den Mond zu betrachten. Ich schwelge so schon wieder in Erinnerungen. Ich werde noch im Armenhaus enden, wenn ich nicht bald meine Bambuswaren fertig mache. Naja. Wasser, Wasser, das Wasser fließt wieder. Ich bin gerettet, mein leckeres Fleisch ist noch einmal gerettet worden. Ich stehe in deiner Schuld. Ich werde niemals vergessen, was du für mich getan hast. Also möchtest du mal ins Wasser? Es wird dich entspannen. Das Wasser kann Verletzungen heilen. Wir sind sauber genug, auch ohne ein stinkendes Bad. Stinkendes Bad. Ja, und da könnt ihr jetzt auch schon sehen, da hat sich jetzt was Neues getan hier. Na, ist jetzt so ein grünes, wirbelndes Teil. Ja, und da muss man dann halt die Meerjungfrauenmünzen reinwerfen. Aber jetzt, er hat gerade gesagt, hier in der Gegend haben die Händler die Meerjungfrauenmünzen. Will ich doch mal kurz gucken, ob ich mir noch ein paar holen kann. Das erleichtert schon sehr viel. Joa. Da. Jetzt hat er nämlich auch die Münzen im Angebot. Kaufen wir uns doch gleich mal. Ja, komm, kaufen wir uns gleich mal 15 Stück. Ja, dann können wir jetzt ganz ohne Probleme schnell von einem Ort zum anderen reisen. Ne? Kommen wir jetzt nämlich auch von hier aus ganz schnell in den Agatha-Wald. Ne? Oder zum Shinshu-Feld. So, muss man eigentlich einfach hier nur unter Sachen
und einfach benutzen. Ja. Und schon geht der Strudel auf. Und wir müssen eigentlich nur noch reinschwimmen. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz nur noch ein bisschen heilen hier. So, jetzt aber. So, wo wollen wir denn hin? Shinshu-Feld? Nee. Genau, zum Agatha-Wald. Weil da wartet ja die nächste Aufgabe auf uns, ne? Und der letzte Hundekrieger. Der ja verschwunden ist irgendwie. Ne? Ja, Leute. Ja, das soll es erstmal wieder gewesen sein für heute. Ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Jetzt will ich mal kurz was anderes ausprobieren. Nee, das geht nicht. Ich dachte, dass man vielleicht hier mit den... ja, vielleicht mit den Wasserhai dieses Teil öffnen kann. Ja, jedenfalls, Leute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen, Kommentare würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, Leute, und willkommen auf meiner Endcard. Oben in der linken Ecke kommt ihr jeweils zum vorherigen Part dieses Projektes. In der Mitte kommt ihr zur Playlist, falls ihr die schon immer gesucht habt. Oben rechts kommt ihr zum nächsten Part, falls er schon online ist, ansonsten kommt ihr ja nur auf ein Video, wo steht, ne, ist privat. Unten links findet ihr jeweils meinen Twitter-Account und meinen Facebook-Account. Könnt ihr mal draufklicken und könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Unten in der Mitte kommt ihr zum Upload-Plan. Dort seht ihr mal top aktuell, wann eure Lieblingsfolge in den nächsten 2 Wochen zu welcher Uhrzeit kommt. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Lust habt und dort noch nicht wart. Unten in der rechten Ecke kommt ihr zu meiner Let's Play-Übersicht. Dort findet ihr mitunter meine laufenden Projekte, abgeschlossene Projekte, pausierte Projekte und meine kommenden Projekte, die irgendwann 1000%ig auf meinem Kanal erscheinen werden. Da gehört mit zu PC-Spiele, PlayStation 1-Spiele, PlayStation 3-Spiele habe ich in einen Reiter zusammengepackt, weil man kann ja PlayStation 1-Spiele auf der PlayStation 3 spielen. Xbox 360-Spiele, PlayStation 2-Spiele muss ich noch hinzufügen und irgendwann mal die Wii U-Spiele, wenn ich dazu komme. Ja, Leute, bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr habt weiterhin Spaß auf meinem Kanal und an diesem Projekt. Also, Leute, ciao.